Hallo Freunde und willkommen zurück zu Hearthstone Naxxramas. Heute sind wir bei Glut dran, das ist total traurig, dass... Ja, ist gut, das haben wir schon gehört. Ja, das haben wir schon gut. Dass heute schon der nächste Viertel kommt und ich noch im normalen Mod stecke. Ich weiß noch nicht, wie ich das handhaben will, weil ich eigentlich ganz gerne mit dem neuen Viertel... Auch, ich denke mal, ich werde das so gemixt machen. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Das ist gerade mein Problem. Ich fange mit dem Droht an. ich werde das so gemixt machen, dass hier der Militärviertel und der letzte Viertel so im Misch kommen. Immer zwei wahrscheinlich dann am Tag. Einmal dieser Viertel und dann der neue Viertel. So würde ich das denken. Wow. I must protect the wild. Wenn wir jetzt noch ein Innerwelt kriegen oder zwei Innerwelts kriegen, könnte ich Ken ganz gut behalten. Ansonsten ist er eigentlich relativ shitty. Blood of Metalnos. Ja. Ja. Ich tue mal, glaube ich, mal alles weg, weil ich meine, der Droht hat bessere Low Drops. Die wir nicht kriegen, aber ist ja auch nicht so tragisch, ne? Der Heldenfähigkeit war eine Quality, ne? Ja, genau. Hat 30 Leben, alles gut. Whenever a minion with Death Rattle dies against. Okay. Ich habe aber keine mit einem Death Rattle. Daher ist das schon okay. Wieso habe ich Doppelwarf auf der Hand? Okay. Was kommt? Was kommt? Was kommt da? Ne? Ah, ja, ja. Destroy your opponent weapon. Ich würde seine jetzt dann kaputt machen, weil ich muss den traden. Weil 4 Schaden will ich eigentlich nicht. Oh ja, ich trade den auch. Wird jetzt seine Waffe kaputt gehen? Nein. Wäre meine kaputt gegangen. Okay. Na gut. Gut zu wissen. Weil mein Englisch ist not very good, müsst ihr wissen. Ja, also wundert euch dann nicht. Ich kann zwar Englisch, ja, aber not very good. Die Frage ist jetzt, sollte ich den silenzen? Ich denke ja. Ich denke silence. Ach so, stimmt. Mein Ding ist ja gestorben. Hey, der war gesilenced. Ist ja... Wow. Wow. Okay, die Waffe ist ziemlich krass, wenn man viele mit Death Rattle hat. Okay, wie gesagt, der erste Spiel ist sowieso immer erstmal so, ja, wie wird da gespielt, etc. Ja, Lucy, ist gut, Lucy. Und ja... Okay, das ist sein letzter Attack. Ich gehe davon aus, dass er noch eine Waffe hat. Aber, naja. Okay, Druid of the Claw würde ich eigentlich schon ganz gerne spielen. Aber ich werde mal raiden. Weil... Ich denke... Ah ja, komm. Ich mach nur das da. Weil ich gehe davon aus, dass er eine Waffe hat. Ja. Und der hat kein Death Rattle, ne? Nee. Der hat keinen Death Rattle, aber den kriege ich auch nicht so leicht weg, oder? Ja klar, du mich auch. Als ob. Ich denke, ich werde Warf nutzen. Warf und ihn, der hat auch keinen Death Rattle, ne? Den da reinrennen lassen und Not Root of a Claw spielen. Achso, ja, klar. Ich wollte schon sagen. Aber so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Ich muss nur aufpassen. Oh Gott. Ja, ich hätte auf... Muss aufpassen. Okay, ich habe noch einen Silence. Der hat aber einen Death Rattle. That's the problem. Ja, jetzt halt doch mal die Schnauze, Mann. Ich kann den silenzen. Ich lasse ihn aber leben. Ich gebe, glaube ich, den zwei Taunt. Auch wenn er... Der kommt da leicht durch. Das ist mir bewusst. Aber... er muss ihn da reinrennen lassen und ihn, außer er hat irgendeinen Spell. Oh, er hat noch einen Butcher, okay. Butcher ist jetzt auch nicht gerade doll. Ja, Lucy ist gut. Mau, mau. Force of Nature, 246. Reicht nicht zum Finishen. Leider. Restore 5 Health to the Enemy Hero. Ey, wenn ich den kille, kriege ich 5 Leben. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber dafür wird seine Waffe ziemlich fett. Das ist nicht so cool. 3, 6, 7, 8 hat er. Also er kriegt mich nicht platt. Er kriegt 3 Schaden dazu, 2 dazu. Okay, er kriegt mich auf jeden Fall in der nächsten Runde nicht platt, auch wenn ich den trade.
Denke, ich werde Force of Nature spielen. Jetzt kriegt er noch ein Dings, ein Taunter. Ein 1-2er Taunter. Genau. Ja, den... Warte, war das ein Fehler? 6-7? Nee. Noch... Bin ich nicht verloren. Okay, er tradet sogar. So, jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich jetzt kein Taunter auch. Ja, da ist ein Taunter. Ja, Taunter werde ich auch spielen. Das Problem ist nur, ich habe, glaube ich, so oder so verloren. Er wird ihn zum Beispiel da reinlassen. 5, 6, 7 reicht schon aus. Ich müsste ihn killen. Dann bin ich auf 10. Er hat jetzt 7er. Ja, ich habe verloren. Nee. Nee, eventuell habe ich mit 1 überlebt. Ich habe jetzt keine große Lust zu rechnen. Werden wir sehen. Er tradet den. Ja, jetzt habe ich verloren. Okay. Okay, okay, okay. Aber es geht, es geht. Aber ich habe Angst vor dem heroischen Modus, muss ich sagen. Ich habe Angst vor dem heroischen Modus. Bei dem. Bei ihm jetzt nicht so, der ging eigentlich. Bei dem auch nicht. Aber bei Glut habe ich schon ein bisschen mehr Angst vor dem heroischen Modus. Wir versuchen es mal mit dem Krieger. Lucy, du könntest langsam wieder runterkommen, ja? Wäre voll cool. Ja. Katz hat ihre 5 Minuten. Abartig. So. Gorhold zu hoch. Whirlwind. Ha. Ha. Könnte man eventuell irgendwas... Ja. Ich behalte es mal. Da könnte man mit Execute oder mit... Na, Doppel-Whirlwind ist jetzt nicht so doll. Alexstrasza, naja. Nicht das, was ich unbedingt auf der Hand haben muss. Cleave, ah ja, naja, okay. Auch nicht unbedingt was ich brauche, muss ich sagen. Fiery War Axe ist eigentlich okay, aber die behalte ich mir mal. Ich hoffe, er spielt noch einen aus. Nein, tut er nicht. Shield Slam Whirlwind würde ich eigentlich ganz gerne spielen. Geht aber nicht. Ich könnte Axt und Whirlwind machen. Ich glaube, das mache ich auch. Der hat die Waffe noch nicht draußen und das ist halt eine mit Death Rattle. Also denke ich mal, es ist ganz klug, ihn vorher zu killen. Oh, der macht gar nichts diese Runde. Das kommt mir ganz gut. Kann ich nämlich das machen. Die Axt behalte ich mal vorerst noch. Oh, okay. Das ist aber eigentlich auch kein Problem. Durch Shield Slam ist es okay. Nur gerade am überlegen, ob ich sollte stehen einfach spielen. Ja. Da ist meine zweite Axt. Dadurch kriege ich auch eine Karte auf dem Deck geworfen. Nicht? Ach nee, das war der, die links und rechts killt. Okay, die sehen alle gleich aus. Der ist an sich auch kein Problem. Hätte ich noch mein Shield Slam... Oh! Oh, der kommt ganz gut eigentlich. Dass ich mal einen Black Knight in Naxxramas brauche. Oder was heißt brauche? Benutze, ist schon cool. So. Okay. So, okay. Da kommt der komische. Jetzt wäre nochmal mein. Obwohl, brauche ich unbedingt Shield Slam? Eigentlich. Wie den und den. Du rüst sie ab, aber ich ignoriere den jetzt vorerst. Der hat zwar ein Death Rattle, falls die Waffe kommt, ja. Ne, die Abo kommt, okay. Abo. Ah, interessant, interessant. Okay, ich ziehe eine Karte und ich krieg einen Rüstungspunkt, das ist okay. 2 Rüstungspunkte. Das ist okay. Der Charger, ja, warum nicht? Charger spielen wir und Akolyt oder rüst sie ab? Nö, ich denke, ne, Akolyt war... Ah, nö, komm. War gerade am überlegen, der wird jetzt sowieso die Hero Ability machen, machen die standardmäßig irgendwie immer. Und da kommt das, da kommt die Kackwaffe. Oh, er frisst sogar Schaden in die Presse. Das, was ich jetzt zum Beispiel nicht mehr brauche, ist Alexstrasza für ihn. Hommage. Der kommt auf 10, ne, mit Enrage. Ja. Reicht noch nicht ganz. Aber bald.
Wenn kein Taunter kommt. Ah, da ist er, Taunter. Taunter kriege ich aber auch weg und Grommash überlebt das sogar, ne? Zwei Schaden, naja. Mit Whirlwind, meine Axt. Ja, aber ich komme nur auf 10. Mir fehlt einen Schaden dann. Mal erstmal Cleave. Shit, ich hätte erst Slam machen sollen. Execute. Ich würde eigentlich lieber ihn executen. Ja, ich execute ihn. Tu ihn Slam. Kommen die Viecher. Jetzt mache ich ihn. Seine Waffe wird ein bisschen fett, aber das ist okay. Das ist okay. Weil in der nächsten Runde ist er tot, wenn er keinen Spotter hat. Hat er nicht. Ja, GG. Rubble, rubble, rubble. Okay, das ist GG. Das habe ich auf jeden Fall gewonnen. Tschüss. Wimpfer? Wimpert? Okay, meinetwegen. Okay, damit haben wir Glut gewonnen. Glut gewonnen. Gegen Glut gewonnen. Ja, ja, du mit deinen Zombies. Der Zombie-Hype ist schon vorbei. Und der letzte ist... Ah, Thaddeus. Was hat er? Wo für 0 Mana swap the attack and the health of all minions. Interessant. Das ist wohl dieser Positiv-Negativ-Effekt halt. Interessant, ist cool. Das könnte interessant werden. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein.